Ein Grüß Gott in die Runde, um es mal auf Bayerisch auszudrücken, weil die Bayern, sie sind wieder da. Hat relativ lange gedauert. Manchmal haben sie sich schneller geformt. Und wie immer, Bayern eine große Macht, auch im Krieg mit Ungarn. Da geht es um einen großen Chunk, zusammen mit den Polaben. Bitte nicht das B mit einem K austauschen. Könnte Ärger geben. Hey, was ist das denn hier? Widerlich. Fast so widerlich wie die Versuche, seinen eigenen Bruder zu ermorden. Ekelhaft, echt. Wie kann man sowas nur machen? Seinen eigenen Bruder? Ne. Nee, also. Ne. Widerliches Verhalten, echt. Kann und will ich so nicht akzeptieren. Was ist das eigentlich? Okay, die Baguettes werden angegriffen, sind verbündet mit Königin Mascarpone. Ist mir auch wurscht. Macht alle, was ihr wollt. Echt, geht mir alles am Arsch vorbei. So, Beeinflussung aufs Ganze gehen. Ich lese den letzten Brief, den meine Tante Ilse... Ach, jetzt ist es Tante. Ach so. Die Mutter heißt Ilse. Die Tochter heißt Ilse. Und ihre Tochter heißt dann auch Ilse, oder? Zur Tante, weil du mir auf den Sack gegangen bist, suche ich dir jetzt erstmal einen Bündnispartner. Das bin nur ich. 88. Leute, ausschaut. Digga. Gut, also. Bündnismacht gibt es leider nichts Gescheites. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als vielleicht mit jemandem nach vererblichen Eigenschaften zu suchen. Maximaler Altersunterschied 5 Jahre. Okay. Oh. Ja. Aber der Junge ist... Wir nehmen trotzdem ihn, hätte ich gesagt. So, aber trotz allem, wir gehen jetzt hier mal aufs Ganze. Ja, aber warum genau versuche ich sie damit zu beeinflussen eigentlich? Das habe ich jetzt noch gar nicht gecheckt, so wirklich. Ach, weil es mein Radspitzel ist. So. Also er bleibt, im Haus von denen, aber er wechselt nachher dann, die Kinder wechseln nachher in mein Haus. Ich bitte das echt zu entschuldigen, dass ich da ein bisschen einfach nicht ganz drinne bin in dem Ganzen. Ich einfach das so lange macht. Kann es einfach mal vorkommen, dass man ein paar Sachen vergisst. Genauso wie ich am besten vergesse, dass ich ihn dann umgebracht habe. Es ist schwierig, jemanden zu finden, der bereit ist, die Hand gegen einen Säugling zu erheben. Doch Schlangen in Wiegen zu legen, scheint kein Hindernis zu sein. Ich sehe meinen Agenten dabei zu, wie das Tier in einen kleinen Sack stopft und fröstle. Die Bestie ist fast so groß wie ihr künftiges Opfer. Naja. Es ist vollbracht. Graf Johann wird niemals erwachsen werden und wird nie die Schmerzen und Vergnügen dieser Welt kennenlernen. Offenbar war es ein schneller Tod. Das Gift hatte sein Opfer schon gefordert, noch eben ein Agent das Zimmer verlassen hatte. Doch die Wachen waren kaum langsamer und schon bald hatten sie meinen Agenten gefasst. Zum Glück wurde er hingerichtet, bevor er den Drahtzieher hinter dem Verbrechen durchstellen konnte. Jetzt mal ohne Witz, ich fühle mich gerade echt schlecht. Ich weiß, es ist ein Spiel und wir spielen halt einfach eine Dynastie, die halt eigentlich ihre eigene Dynastie liebt über alles. Aber er hier ist halt jemand, der sagt, sprunghaft, ne? Er hat halt kurzfristig dazu entschieden, dass er sterben muss, weil er halt die Gebiete haben will. Und das ist halt das Beste für unsere Dynastie und die Dynastie steht immer an erster Stelle. Und leider hat er Gebiete geerbt, die er haben wollte und dann musste er halt leider gehen. Ich meine, dass es traurig ist, darüber brauchen wir nicht reden. Und ich wünsche ihm alles Gute. Aber wenn ich jetzt fertig gewünscht habe, würde ich sagen, versuchen.
meine, ich will den Titel ja nicht selber haben, aber ich erbe. Das Wichtigste wäre mir das Herzogtum. Da ist sie meine Mutter. Er soll einfach sterben. Ich kann keinen einladen. Muss doch jemanden geben, der den alten Typen umbringen will. Mein Onkel, by the way. Warte mal ganz kurz. Ich frage, können Sie kurz gucken? Ah, die ist auch in der falschen Dynastie. Wann habe ich denn meine Mutter weggeheiratet? Hä? Kann wieder keiner sagen, ne? Dachte ich mir schon. Ach komm, die sind alle so maximal unfähig. Dann kommt sie auch wahrscheinlich irgendwie auf Gedanken, hier irgendwas von mir zu fordern oder zu wollen oder so. Die kann schon froh sein, wenn ich sie nicht aufschlitze wie ein Sack tote Ziegen. Und jedes Mal das Neue. Jedes Mal verlierst du wieder alle Ansprüche, ne? Dicker, freut euch doch mal, dass ihr alle kämpft. Dass ihr alle für mich dient. Davon abgesehen, dass sie jetzt alle abnippeln auf einmal, was ich auch nicht so gut finde. Es steht in den Sternen, ein Herzog, der erschreckt werden will, ein ansässiger Mystiker mit zweifelhafter Moral und ein erfundenes Omen. Perfekt. Bevor der Mystiker zum Hof von Herzog Philibus aufbricht, stellt sich nur noch die Frage, wird man falsches Omen Glück verheißen oder den Untergang bringen? Er hat böses Omen erhalten. Kann trotzdem keinen einladen. Das ist so eine 50-50-Nummer leider. Niedrige Gemeindekontrolle in Saarbrücken. Warum denn das? Fast ein bisschen skandalös. Saarbrücken ist übrigens nicht meine Hauptstadt. Oh, ich kann das upgraden. Beide sogar. Na dann. Regent, Herzogtum, Anselm von Schwitz. Treue, egoistisch, dummer Trottel. Herzog Philibus ist tot, erschlagen und niedergetrampelt von seinen eigenen Untertanen. Die Bauern haben das beendet, was ich begonnen habe. Sehr ärgerlich. Jetzt herrscht meine Mutter und ich bin der Haupterbe. Meine eigene Mutter ermorden. Nee, okay, komm. Digga, lass sein, Alter. Muss er jetzt echt nicht übertreiben. Was ist das denn? Alter, der Pornobalken, ne? Ey, Digga. Nee, Mann. Komm ich ja gar nicht drauf klar auf sowas. Und das Schöne ist, Fruchtbarkeit plus 30. Wir brauchen Kinder. We need kids. Ja, sie braucht noch ein paar Jahre, bis sie empfänglich ist. Ich hoffe mal, dass ich überhaupt so lange überlebe. Anselm von Schwitz wurde bei dem Veruntreuungsversuch erwischt. Dieser war ein Machtmissbrauch und verursacht 15 Zwietracht. Warte mal ganz kurz. Wieso Regent eigentlich? Das kommt mir jetzt erst. Ich muss ihm natürlich was geben. Wie wär's mit Gold? Ein Gefallen, ne? Es muss Gold sein. Bei Ablehnung. Verliert 30 Meinung. Nichts anbieten, wird er nicht annehmen. Das wird halt einfach ablehnen. Mal kurz gucken. Regent und Ritter. Das ist irgendein random Trottel. Der soll sich verpissen gehen. Hallo? Er hat einfach abgelehnt, ist, oder was? Okay, ich kann tatsächlich gar nicht so wirklich irgendwas machen aktuell. Ich kann das jetzt nicht beenden, verstehe ich das jetzt richtig? Über
die Jahre hinweg habe ich zahlreiche großartige Porträts von verschiedenen Edelfrauen aus diesen anderen Ländern erhalten. Ich bin auch eh schon verheiratet. Also hier, da. Also noch nicht, aber bald. Was das mit dem Typen geht mir auf den Sack, Alter. Was ist er denn eigentlich? Was denkt er denn, was er ist? Das kann ich gerne die Kehle aufschlitzen, wenn es sein muss. Versuche ihn quasi jetzt zu entmachten. Bei Ablehnung schlägt das Ganze wieder zu mir aus. Ja, jetzt ist es auf der niedrigsten Stufe in der Zwischenzeit. Und dann wird das jetzt wahrscheinlich dann das nächste Mal akzeptieren, gehe ich mal von aus, oder? Er ist jedenfalls ein Arschloch. Obwohl er mich mag, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht genau. Er mag mich zwar, aber trotzdem macht er, was er will, weißt? Das versteht wieder keiner. Das Ding werden wir jetzt auf alle Fälle auch gleich noch upgraden. Einfach weil wir halt natürlich auch die Entwicklung hochschrauben. Und dann bringt uns das natürlich mehr Einkommen. Passiv. Was natürlich auch wichtig ist. Da bin ich... Ah, nee, jetzt ist er gestorben. Mein guter Mann. Och, Mann. So, ah. Okay, der ist gestorben oder so. So, du gehst jetzt mal bitte, Tante. Und damit bin ich zum ersten Mal selber an der Macht und verliere direkt meine Domain-Schwelle. Euer Ernst? Jetzt warten wir mal ganz kurz, bis sie volljährig ist. Das kann ich noch akzeptieren. Ich hoffe, dass sie mir dann den Punkt gibt, den wir brauchen, um auf die nächste Stufe zu kommen. Die mag mich. Wie kann man denn so nutzlos sein? Die Franken sind gute Menschen. Nee. Ich habe übrigens wieder original keinen einzigen Vasallen. Ich bin so schlecht. Stark sind die eigentlich, ja, zu stark. Der hat doch, was haben die denn alle so viele Verbündete, Mann? Schaut euch das doch an, das ist doch widerlich sowas. Wie willst du denn so expandieren, frage ich euch, hm? Wenn die einem alle auf den Sack gehen. Jetzt haben wir nur noch 0,8. Jetzt haben wir noch weniger Wachstum in der Zwischenzeit. Ah, ich glaube, das liegt daran, dass wir keinen Bock drauf haben. Ich glaube, das liegt daran, dass wir Abzüge haben, oder? 20%. Wahrscheinlich haben wir deswegen auch 20% weniger Entwicklungszuwachs. Oder das liegt daran, dass wir einfach die nächste Stufe erreicht haben. Das kann auch sein. So, Verlobte können heiraten. Prachthochzeit ist mir zu teuer. Deswegen machen wir einfach eine ganz normale. Und damit sind wir mit der netten Dame verheiratet. Und stellen enttäuscht fest, dass sie mir trotzdem nichts geholfen hat. Oh, 80 Gold nehme ich sofort. Jetzt hat so Domänenverwaltung. Sehr schön. 6,5. So, machen wir ein Bündnis mit unserer Mutter da. Den rekrutieren wir nicht an den Hof, der ist mir zu teuer. Leute, ich habe doch kein Geld. Okay, das sind alles Trottel. Dann suchen wir mal einen Arzt, der vielleicht kein Trottel ist. So, meine Liebste, ich habe... Wieso ist die auf einer Reise? Die soll mal ihren Arsch jetzt herbewegen. Dann nehmen wir Giselbert. Nicht zu verwechseln mit Kieselstein. Ist jetzt endlich hier. Dicker, was brauchst du? Wo ist sie denn? Was treibt sie denn da? Ein Prachtturnier. Die soll mir ihren Arsch jetzt hier an meinen Hof bewegen, Alter. Ich glaube, die spinnt. Jetzt hat. Verfügen. Warum denn nur 10? Oh. Alter.
Da müssen wir scheinbar noch ein bisschen an unserer Liebeskunst arbeiten. Meine Fruchtbarkeit plus 20%. Fruchtbarkeit plus 30%. Entfernt eure Anziehungsmali. Was ist denn jetzt los? Oh. Okay, die ist direkt schwanger. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er relativ schnell abgenippelt ist. Das Problem ist nur... Ha. Warte mal. Das Problem ist einfach, dass ich keinen aus meiner Dynastie habe, den ich das aktuell geben könnte. Deswegen muss ich jetzt hier tatsächlich ein paar random Dudes nehmen. Weil das Herzogtum selber kann ich behalten. Muss ich behalten sogar. Das lässt sich nicht verhindern. Oh, der ist ja Premium. Der ist an sich genauso Premium. Jetzt habe ich mir leider ein paar Feinde gemacht. Aber vor allem sie sollte ich erstmal beeinflussen. Der ist gestorben. Okay, ich habe keine Ahnung, was... Mal kurz gucken nochmal. Entfernt euren Anziehungsmali. Keinen Vorsatz zur Führung. Heimvorteil. Entfernt den Rangunterschiedsmalus. Entfernt den Inzustiös-Malus. Ihr könnt bei Verführung keinen kritischen Fehlschlag erleiden. Das Ding ist, es funktioniert quasi original nicht, ne? Was bringt mir Verführer nochmal? Ränke spielt plus 3, Anziehungsmeinung plus 40, ja. Kannst quasi rein theoretisch, könntest du einen Sandsteinkasten verheiraten mit dem Trade. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Alte uns schön viele Kinder gibt. Direkt ein Sohn und Erbe wurde auf die Welt geschmissen. Und zwar Emmerich. Ganz nach unserem Vater, der mit 32 schon gestorben ist. Ich hoffe mal, dass er dann länger lebt oder so. Rein theoretisch. Ah, nee, warte. Ah, wobei. Nee, wir warten noch. Also ich hatte eine Idee, aber bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Idee so umsetzen will. Hm. 7,1. Wir haben auch sogar unser erstes Dynastievermächtnis rein theoretisch. Und das ist einfach schon relativ stark. Gibt uns schon mal natürlich einen Schrecken plus 15. Wir machen das auch direkt jetzt. Weil das ist das, was unsere Regentschaft langfristig sichern wird. Und das ist auch geil. Agentenbestechungskosten minus 50%. Aber hier Schreckenszuwachs plus 20%, natürlicher Schrecken plus 15% und Schreckensverfall minus 15%. Das heißt, wir haben jetzt schon mal automatisch 15 natürlichen Schrecken. Die haben wir jetzt immer. Egal was passiert, wir werden niemals darunter bleiben. Und das ist schon mal gut, weil es einfach zum Beispiel mit, wenn ich jetzt das hier mitmache, habe ich schon mal automatisch 45 natürlichen Schrecken. Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, ne? Dann gab es noch irgendwo was mit Schrecken, oder nicht? Gut, das natürlich minus 1000, aber das ist gar nicht so wichtig. Gab es nicht noch irgendwas mit Schrecken hier? Nee. Okay, das war dann noch bei Kriegsführung. Hier nochmal 15, also wir würden dann quasi 60 haben. Also wir schaffen quasi casual 60, ohne dass wir groß irgendwas dafür machen. Dann gibt es natürlich noch Artefakte. Und die Frage ist jetzt, gibt es da noch irgendwas mit Schrecken? Nee, leider nicht. Habe ich jetzt richtig geguckt? Ja. Aber trotzdem, also man schafft 60 ohne Items, nur mit ein paar Trades, die man schnell picken kann. 60 Schrecken. Und 60 Schrecken ist ja an sich schon mal sehr gut. Ich erinnere mich an den Tag, mein erstes Kind Emmerich
Ein wunderschöner Sohn wurde geboren. Erinnerungen wie diese spenden mir Trost, ganz gleich, was auch geschieht. Ich weiß, dass meine Familie für mich da ist. Das ist von Friends and Foes. Emmerich verdient ein Geschenk für seine Treue. Als ob ich dem Geld gebe, Alter. Na gut, komm. Ich bin ja nicht so. Ich bin nicht so einer. Der ist ein hervorragender Verwalter und der ist sogar noch besser als er, rein theoretisch, aber das Problem ist, er ist leider etwas zu spät gekommen. Durchschnittlich. Ja, komm. Wir setzen sie trotzdem mal ein. Apropos, wir setzen sie trotzdem mal ein. Komplotte stören, bitte. So, welche wunderschöne Näharbeit. Ein Diener legt das Paket diskret neben mir ab. Ich gähne, da ich diese jämmerliche Festmahl kaum mehr tragen kann, und öffne es. Darin befindet sich ein fleckiges Stück Stoff, grob bestickt. Dargestellt in einer schmeichelhaft proportionierten Frau in einer verführerischen Pose. Ich sehe mich verblüfft in der Halle um und Heike erwidert meinen Blick. Sie grinst und ihre Augenbrauen fangen an zu wackeln wie tollwütige Raupen. Wir machen uns drüber lustig. Oh, das ist meine Amme gewesen. Oh shit. Das war jetzt nicht die beste Entscheidung. Sorry. Gib einem Pussy. Bisschen Geld. Ach nee, scheiß drauf, Alter. Hat Pech gehabt. Soll mir nicht auf den Sack gehen. Blöde Kuh. Und weh, die tut irgendjemandem was Böses, dann bringe ich sie um. Warte mal. Höflinge und Gäste. Rein theoretisch ist sie doch auch ein Höfling. Na, ist echt so? Das ist echt so? Ich dachte, es ist gerade zum Spaß. Nein, es ist echt so. Das natürlich nicht. Aber das andere schon, ist sie fett geworden? Nee. Das wäre cool, wenn man noch das Gewicht sehen könnte, wie viel die wiegen oder so. Wenn die zum Beispiel zu dick wird, dass ich einfach mich scheiden lasse. Was wollen die denn jetzt von mir? Was haben die denn geraucht? Ich glaube, ich hänge da. So ein Spinner. Boah, der ist aber ein guter Befehlshaber. Das ist übrigens immer so, das sind immer gute Befehlshaber. Die kannst du rein theoretisch gut für eigene Zwecke nutzen, diese Buben. Puh, das ist lit. Bringen uns jetzt auf alle Fälle finanziell mal eine bessere Lage. Die Rehe von Lichtberg. Sehr interessant. Rehe wollte ich schon immer mal haben. Schaut so mit Entwicklung aus aktuell. Wir ziehen schon ein bisschen davon in der Zwischenzeit in Europa. Also von Europa sind wir generell, also hier so. Nicht mal Köln. Wir sind jetzt hier tatsächlich schon mindestens gleichgezogen mit allem, was hier irgendwie nördlich von Rom ist. Und das mit relativ wenig Aufwand bis jetzt. Und relativ ineffizient auch. Das ist doch mal positiv, würde ich mal behaupten. Ja, wir lassen das. Nächste Folge gucken wir, dass wir vielleicht trotzdem ein paar unserer Einheiten vergrößern, dass wir unsere Armee quasi professionalisieren, wobei wir jetzt eh schon 3 haben. Aber ich würde die vielleicht sogar wechseln. Würde da halt Onager einstellen. Dann die nochmal 1 erhöhen. Euch stationieren wir. Ist eigentlich scheißegal, das ist alles gleich. Und euch kann ich nicht erhöhen. Das mache ich jetzt aber gleich. Sonst vergesse ich das wieder. Bürgermeisterin Kunigunde ist tot. Ich schwöre, ich hatte meine Finger nicht im Spiel. Warte mal, was hast du für ein Schwert in Ränke 8? Na, ärgerlich. Beeinflussen wir den Buben mal. Geld habe ich jetzt auch keins mehr. Aber ich bin zufrieden. Soweit. Soweit ich König wäre, könnte ich das Herzogtum da abgeben, aber kann ich aktuell leider nicht. Expansionstechnisch lässt sich auch nicht so viel anstellen. Wir müssten rein theoretisch mal jemanden ermorden oder halt warten, dass der abdankt. Der wird nicht so schnell abdanken. 1000, 1000. Das könnte man rein theoretisch gewinnen, diesen Krieg. Gegen die nicht unbedingt. Burgund selber
ist auch nicht unbedingt so einfach. Ah, sehr ärgerlich. Wir sind in so einer gewissen Matsch-Situation gerade. Naja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, meine lieben Freunde. Was haben wir hier bekommen? Aha, schau an. Hübsch. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüssikowski.